Nach Dagmar Belakovic von der FPÖ ist die Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek von den Grünen am Wort. Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, zuerst einmal freue ich mich, hier zu sein, auch mit einer guten Nachricht, gerade was die soziale Lage von Künstlerinnen und Künstlern, aber auch anderen, die im Härtefallfonds beantragen können, betrifft. Aber lassen Sie mich zuerst sagen, manche sehen es ja, ja, ich hatte einen Fahrradunfall, aber ich habe eine super Visagistin, die hilft, dass die Verletzungen im Gesicht nicht ganz so sichtbar sind. Und insofern wollte ich heute doch herkommen und auch mit Ihnen hier diskutieren. So, danke. Diese Verbesserung im Härtefallfonds ist gerade für die Menschen in der Kunst und Kultur ganz wichtig. Und wie schon Kollegin Blimlinger zuerst gesagt hat, dieser Bereich hat auch schon in den letzten Jahren, in vielen Jahren, darunter gelitten, dass ganz viele Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten mussten. Ich bin heuer angetreten, mit dieser Regierung das zu verbessern. Initiative für Fair Pay stand und steht im Regierungsprogramm. Und jetzt sehen wir, was es heißt, wenn Künstlerinnen und Künstler und Kunstschaffende, ganz viele, die in diesem Bereich tätig sind, einfach kaum eine Chance haben, über die Runden zu kommen. Das rächt sich, dass sie vorher schon so wenig abgesichert waren. Und deswegen ist es so notwendig, dass wir auch in dieser Bundesregierung ganz viel auch hingebracht haben schon bisher für Menschen, die im Kunst- und Kulturbereich tätig sind, für Kunstschaffende. Und ich bin froh, dass heute hier ein weiterer Schritt gesetzt wird. Lassen Sie mich kurz ausführen, was uns schon gelungen ist. Sie wissen, den Härtefallfonds, diesen großen, den gibt es für ganz viele Menschen, die in existenziellen Nöten sind. Für den Kunst- und Kulturbereich haben hier in der ersten Phase schon 6.600 wurden 6.600 Anträge schon positiv behandelt. Und jetzt seit der zweiten Phase, seit dem 20. April, eine Woche, ein bisschen mehr als eine Woche her, wurden bereits 4.400 Anträge gestellt. Ungefähr 80% davon wurden auch positiv behandelt. Und das sehe ich auch so für die anderen, die jetzt anstehen. Im anderen Bereich, den Covid-19-Fonds des Künstlersozialversicherungsfonds, der eben auch für, und konkret für Kunst und Kultur, Künstlerinnen und Künstler gilt, da ist es uns zu Beginn schon gelungen, auch die Kulturvermittler und Vermittlerinnen hinzuzunehmen und sie auch hineinzubringen. Menschen, die in den Museen Führungen machen und andere, die Kunst und Kultur vermitteln, damit mehr Menschen erreicht werden, diejenigen, die nicht sowieso schon ins Theater, ins Konzert oder ins Kino gehen, sondern diejenigen, die einfach mehr wissen wollen über Kunst und Kultur. In diesem Fonds wurden auch schon 2.900 Anträge gestellt. An die 60% sind schon positiv erledigt. Es wurde schon fast 1 Million Euro ausgezahlt. Für die zweite Phase dieses Fonds werden wir jetzt sehen, ob mit der neuen Regelung für den Härtefallfonds tatsächlich es noch Gruppen gibt, die noch Unterstützung brauchen und das dann über die Richtlinie regeln. Aber nun kurz zu dem Antrag, der vorliegt, den ich sehr begrüße. Danke für die Unterstützung dafür und ich würde mich sehr freuen, wenn da alle hier im Nationalrat dann auch zustimmen werden. Hier geht es darum, dass jetzt endlich auch Menschen in diesen Fonds hineinkommen, die bisher rausgefallen sind. Weil sie, hat Kollegin Blimlinger ja auch schon erwähnt und auch Kollegin Großbauer, weil sie zum Beispiel mehr als ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis haben. Zum Beispiel eine Schnittassistentin, die bei zwei verschiedenen Filmproduktionsfirmen gleichzeitig geringfügig angestellt ist und zudem an einer berufsbildenden höheren Schule auch eine Lehrveranstaltung für Videoschnitt 2 Stunden pro Woche für ein Semester abhält. Die konnte bisher nicht Unterstützung bekommen. Jetzt kann sie. Oder ein Perückenmacher, der während der Sommermonate bei verschiedenen Theaterfestivals befristet geringfügig oder Teilzeit beschäftigt ist und während der Wintermonate, wo schlechtere Auftragslage ist, hier weniger Einkommen erzielt und der von seinem Ersparten lebt. Also hier, um nur einige Beispiele zu nennen. Und eben, das ist der zweite Bereich, habe ich jetzt schon erwähnt, tageweise, fallweise Beschäftigte, die mit ihrem Gesamteinkommen über die monatliche Geringfügigkeitsgrenze kommen.
Ich freue mich sehr, dass das heute gelingt. Es ist ein weiterer Schritt hier zu mehr sozialer Unterstützung für jene aus dem Kunst- und Kulturbereich und viele andere, die tatsächlich von existenzieller Not in dieser Corona-Krise betroffen sind. Und ich denke, wir sind hier auf einem guten Weg, hier wirklich Lösungen für alle zu finden, die das brauchen. So wie es von dieser Regierung von Anfang an gesagt wurde, wir wollen niemanden zurücklassen. Vielen Dank dafür, auch Ihnen für die Unterstützung. Es sei ein weiterer Schritt in Richtung soziale Unterstützung, sagt Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek von den Grünen.